BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Wird präsentiert vom Mediamarkt Club. Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie alle genauso wie beide Trainer ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern 04 Leverkusen begrüßen und bitte Roger Schmidt um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, Gratulation natürlich erstmal an Thomas Tuchel und an seine Mannschaft. 6-2 ist natürlich ein sehr brutales Ergebnis. Trotzdem ist es so, dass ich mit dem Spiel heute deutlich besser leben kann, auch wenn das weh tut, als in unserem Spiel letzte Woche. Ich glaube, dass wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben. Natürlich eine sehr schwierige Situation hatten durch die zwei frühen, sehr einfachen Gegentore. Situation hatten Dortmund sowieso zu Hause sehr stark. Aber wenn sie dann auch noch führen, natürlich eine brutale Qualität haben im vorderen Bereich, eben halt große Räume zu nutzen. Ich finde, dass wir da trotzdem sehr klar geblieben sind, sehr mutig geblieben sind. Es Dortmund sehr schwer gemacht haben, das Spiel von hinten raus zu entwickeln. Wir hatten sehr gute Ballgewinne, haben die leider manchmal nicht gut genug ausgespielt, um daraus einfach mehr zu machen. Aber nach der Halbzeit das 2-1 gemacht, das 3-2 gemacht. Da ich fand, da war es immer noch ein enges Spiel. Nach hinten raus, muss man einfach sagen, hat Dortmund das gut gemacht, hat uns dann bestraft und dann noch 3 Tore geschossen. Das hört sich natürlich insgesamt sehr hart an, aber trotzdem muss ich sagen, hat meine Mannschaft und insbesondere unsere jungen Spieler da einen sehr guten Auftritt hingelegt, kann mich damit sehr gut identifizieren. Das war trotz des Ergebnisses, auch wenn sich das komisch anhört, aus meiner Sicht ein guter Schritt in die richtige Richtung. Danke. Danke, Roger Schmidt. Thomas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe es so gesehen, dass es für uns ein schweres Spiel war und dass es schwer war, ins Spiel zu kommen, aber in der ein bisschen träge gewirkt, vielleicht auch nach ungewohnten 2 Wochen mal nur trainieren. Ein bisschen träge gewirkt, nicht so handlungsschnell. Das hat auch daran gelegen, weil Leverkusen natürlich sehr hoch und sehr kompakt erstmal verteidigt hat. Es ist schwer gefallen, da spielerische Lösungen zu finden. Wir waren aber auch in der Phase, in der Anfangsphase, in der es sich schwer angefühlt hat, sehr effektiv. Haben dann schnell 2-0 geführt und hatten dann mit Ober wirklich die komplette Vorentscheidung zum 3-0 schon auf dem Fuß. Und es blieb ein enges Spiel, weil Leverkusen nie aufgesteckt hat, weil wir ja sehr, sehr fleißig dann auch bleiben mussten beim Verteidigen, um Torchancen früh zu verteidigen und früh nicht entstehen zu lassen. Und deshalb, ja, klar, gab noch mal einen späten Anschlusstreffer. Aber immer wenn es Anschlusstreffer gab, hatten wir immer auch schnelle Antworten in den Phasen, in denen man dachte, geht das noch mal auf ein Unentschieden oder müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen, haben wir tolle Tore gemacht und waren immer bereit, dann auch durch die Phasen, denen es uns gar nicht so leicht gefallen ist, dann gemeinschaftlich durchzugehen, gut zu verteidigen, Füße reinzubringen, um dann auch umzuschalten. Und deshalb fühlt sich schon nach einem verdienten Sieg an. Es ist sehr außergewöhnlich für uns auch in so einer Konstellation 6 Tore zu schießen. Und gut, zweiter Sieg jetzt in Folge und verdienter Sieg in der Bundesliga und deshalb sind wir sehr glücklich. Danke auch dir, Thomas. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ich bitte um Ihre Fragen und wenn Sie die Frage zugeteilt bekommen haben, um einen kurzen Knopfdruck an Ihrem Mikrofon. Jürgen Kors, bitteschön. Ja, Frage an Herrn Tuchel. Ihre Mannschaft hat jetzt in den letzten 3 Spielen 12 Tore geschossen. Das erinnert wieder an die fulminante Startphase dieser Saison auch. Was ist beispielsweise seit dem Spiel in Darmstadt passiert, dass es jetzt wieder so gut läuft? Welche Erklärung haben Sie da? Ja, ich würde da gerne ein bisschen weiter ausholen, weil ich finde, dass wir hier zu Hause gegen Leipzig und gegen Hertha 2 Spiele, einmal haben wir ein Elfmeterschießen gebraucht, einmal haben wir 1-0. Das war jederzeit möglich, in beiden Spielen zwischen 4 und 6 Toren zu schießen. So viele Torchancen haben wir uns rausgespielt. Und im Grunde war, finde ich, so das Spiel und die Art und Weise und die Energie und die Atmosphäre im Stadion gegen Leipzig, das war für uns schon ein enormer Schub.
fürs Selbstvertrauen, für die Gewissheit auch, was wir leisten können und wie giftig und aggressiv und wie, mit welchem mannschaftlichen Spirit wir auch verteidigen können, umschalten können und Antworten haben auch auf aggressive Gegner. Das war ja dort bis dorthin einfach auch ein Problem für uns, da zu wehren. Und Darmstadt bildet da so die einzige Ausnahme. Deshalb finde ich, dass es uns seit Wochen gelingt, viele, viele Torchancen herauszuspielen. Klar, davor, glaube ich, vor Freiburg gegen Wolfsburg auch verdient gewonnen. Auch viele Torchancen, viele Hochkaräter gehabt. So, deshalb sieht man, dass so Selbstvertrauen haben und sieht, dass man sieht uns an, dass der Spirit und die Atmosphäre in der Mannschaft zusammenwachsen, dass wir uns fokussieren, dass es vom Schritt für Schritt geht und dass wir es ernst meinen und auch ernst nehmen. Und im Moment eine tolle Entwicklung und eine sehr, sehr gute Phase von uns. Daniel Berg, bitte. Marco Reus musste verletzt ausgewechselt werden. Wissen Sie schon, was er hat? Und wie sieht es für kommenden Mittwoch aus? Ja, ist eine traurige Nachricht, aber das ist, denke ich, ausgeschlossen. Es ist eine Muskelverletzung im Oberschenkel, im langen Sprint. Und es trifft uns auf jeden Fall, weil Marco gerade in den letzten Wochen und auch heute, finde ich, während der Anfangsphase, die ich so ein bisschen träge wahrgenommen habe, der war, der ständig angeschoben hat, der hellwach war und der richtig Verantwortung übernommen hat und seit Wochen wahnsinnig stabil spielt und auf einem ganz hohen Niveau und auch so als Persönlichkeit sehr, sehr wichtig ist für uns auf dem Platz. Deshalb ist das ein enormer Verlust, der diesen Sieg auf jeden Fall trübt. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, wünsche unseren Gästen aus Leverkusen eine gute Heimfahrt. Bis bald. Tschüss.